Ich rede hier live mit den so unwahrscheinlichen Überlebenden des Jurassic World Vorfalls von Isla Nublar. Diese Teenager wurden tragischerweise während ihres Campaufenthalts zurückgelassen und nach der Nublar-Katastrophe für tot gehalten. Okay, ihr Lieben, wir haben jetzt wirklich schon einige Zeit darauf gewartet. Seit der allererste Teaser zu Jurassic World Chaos Theory erschienen ist, haben wir uns auch hier und da auf dem Kanal so ein paar Fragen gestellt. Worum könnte es jetzt wirklich gehen? Ich habe euch ein paar angebliche Leaks vorgestellt, wir haben Theorien und Gerüchte schon bearbeitet, alles aber noch komplett in Maßen. Und jetzt haben wir den allerersten Teaser-Trailer bekommen, also quasi ein Trailer nochmal zum Teaser, der nun alles ein bisschen ausführlicher erklärt und auch jetzt endlich zum allerersten Mal so ein bisschen auf die Story eingeht. Interessanterweise können wir jetzt hier zusammen mit diesem Trailer auch mal abschätzen, inwiefern die Theorien und die Leaks gestimmt haben oder auch was wir eher zur Seite schieben können. Hier in diesem Video werden wir jetzt ausführlich über den neuen Trailer zu Jurassic World Chaos Theory sprechen. Und ja, ihr merkt es gerade schon, in einer gar nicht so gewohnten Umgebung, zumindest nicht hier für den Hauptkanal. Der liebe Nico hat mir auf Instagram eine Nachricht geschickt mit der Frage: Tobi, sag mal, warum machst du deine Videos eigentlich immer vor dem Greenscreen und nicht vor deinem schönen Jurassic-Setting, was du ja auch im Livestream hast? Und ich habe mir gedacht, gute Frage, ich habe da keine Antwort drauf. Tatsächlich mag es daran liegen, dass ich einfach sehr gerne am Greenscreen so rumfuchse. Ihr könnt mir aber auch ganz gerne mal schreiben, wie das jetzt hier so rüberkommt, denn das könnten wir einfach als Setting für die gesamten Jurassic-Videos nehmen und den Greenscreen werde ich dann eben weiterhin für die Godzilla-Videos benutzen. Schreibt mir dazu einfach mal eure Meinung ganz kurz in die Kommentare unten rein. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an, über den ersten richtigen Trailer zu sprechen zu Jurassic World Chaos Theory. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ich werde jetzt versuchen, meine Gedanken mal wirklich zu sammeln. Und wir werden über die ganze Nummer einmal sprechen. Wir werden mal damit anfangen, was denn uns die Leaks vorher über die Serie erzählt haben, was angeblich die Handlung sein soll, welche Figuren auftauchen sollen. Und dann können wir gleich mal ein bisschen darauf eingehen, inwiefern diese Leaks jetzt eben auch gestimmt haben. Denn ja, kleiner Spoiler, es ist einiges wirklich eingetroffen. Damit habe ich jetzt persönlich auch nicht gerechnet, wie explizit diese Leaks wirklich Dinge vorhergesehen haben, die wir jetzt in diesem ganz kurzen Trailer einfach gesehen haben. Deswegen hier nochmal eine ganz kurze Spoilerwarnung. Wenn die Leaks stimmen, dann erfahrt ihr jetzt hier eben auch, was die grobe Handlung der Serie sein wird. Das sind jetzt keine gravierenden Spoiler, denn die Handlung, die ihr jetzt präsentiert bekommt, die bekommt ihr ansonsten schlimmstenfalls auch noch auf Netflix in der Beschreibung mit serviert. Denn die Leaks gehen so weit und erzählen uns, dass die Story wohl damit beginnen soll, dass Brooklyn irgendeinem Geheimnis auf der Spur ist. Angeblich in der Nähe vom Lockwood-Anwesen, das wir auch aus Jurassic World 2 kennen. Was genau sie dort herausfindet, wissen wir allerdings nicht. Da gibt es ja schon ein paar Theorien, die sagen, ah, irgendwas mit dem Indoraptor, der weiße Indoraptor taucht wieder auf. Aber dazu gibt es eben noch gar keine offiziellen Aussagen oder eben Bilder. Auf jeden Fall soll Brooklyn laut diesen Leaks dann dort erwischt werden beim Spionieren. Hier auch wieder angeblich von einer Sayona Santos. Die soll ja wohl die große Bösewichtin der ersten Staffel der Serie sein, vielleicht sogar auch über mehrere Staffeln hinweg. Und Sayona Santos soll den Plan haben, die Atrociraptoren zu erschaffen. Darum soll es in einem Teil dieser Serie wohl gehen. Jetzt haben wir den allerersten Trailer bekommen und wie gesagt, das ist wirklich auffällig, wie viele Dinge von diesem Leak jetzt auch eintreffen. Auch dass Ben neben Darius die erste richtige Hauptrolle spielen wird, auch das wurde bereits geleakt und das sehen wir jetzt ebenfalls hier im Trailer. Wir werden da jetzt aber einfach mal chronologisch durchgehen. Reg dich nicht zu sehr auf. Jemand verfolgt uns. Doch wieso? Wer würde denn so etwas tun? Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Wir sind alle in großer Gefahr. Der Trailer beginnt mit einem Rückblick, zumindest auf den ersten Moment wirkt das Ganze hier wie ein Rückblick, in dem wir nämlich auch sehen, wie die Nublar 6 quasi vor einem Nachrichtensender ihre Aussagen treffen müssen, wie sie das Ganze jetzt überlebt haben. Der Nachrichtensender sagt so viel wie, naja, dass die Kinder sogar für tot gehalten wurden und sie haben es aber irgendwie geschafft, auf der Insel zu überleben und was denn das Geheimnis der Kinder ist. Und Darius sagt daraufhin so viel wie, naja, dass wir eben zusammengehalten haben. Bitte jetzt steinigt mich nicht dafür, wenn das nicht eins zu eins das Zitat ist. Ich werde es hier gerade nochmal genau einblenden, was da gesagt wurde. Sie haben in diesem Horror fast ein Jahr lang ganz allein überlebt. Wie habt ihr das geschafft? Wir haben überlebt, weil wir uns hatten. Wichtig an dieser Stelle ist allerdings,
dass ich mir zuerst gedacht habe, okay, das ist jetzt wieder so ganz plumper Fanservice. Wir müssen wieder mal zeigen, was damals passiert ist, damit auch der letzte Trottel versteht, ah, okay, die Serie, die baut also auf die Camp Cretaceous-Serie auf. Und je öfter ich mir aber diese Stelle angucke, desto mehr bekomme ich die Befürchtung, dass der Anfang der Serie essentiell für den Aufbau der gesamten Rahmenhandlung ist. Jetzt kommt hier mal ganz kurz meine grobe Theorie zum Plot mit ins Spiel, was die allererste Szene dieses Trailers betrifft. Wir sehen hier, wie ein Radiosender die gesamte Gruppe interviewt, wie man das quasi als Meldung herausbringt. Das bedeutet, die gesamten Nupla Six sind jetzt offiziell bekannt, schon fast Stars. Sie sind, naja, von den Toten wieder zurückgekehrt, von den verschollenen Kindern zu ihren Familien. Sie haben eben auch den Namen die Nupla Six jetzt wegbekommen. Sie sind quasi berühmt, könnte man sagen. Später im Trailer, und darauf kommen wir auch nochmal genauer zu sprechen, erfahren wir von Ben, dass die sogenannten Nupla Six scheinbar von einer Person verfolgt und gejagt werden. Möglicherweise von Sayona Santos. Die Frage allerdings ist hier, warum? Warum werden genau die Nupla Six jetzt von dieser Person gejagt? Meine Theorie hierbei ist, dass sich auf der Isla Nublar ein Geheimnis befunden hat. Möglicherweise hat das Ganze etwas mit dem Scorpius Rex zu tun, möglicherweise aber auch mit etwas ganz anderem. Auf jeden Fall scheint dann die Antagonistin, wenn Sayona Santos sein soll, oder der Antagonist, herausgefunden zu haben, dass es dann noch Überlebende gibt von der Insel. Und das wurde eben ganz groß publik gemacht, wie wir auch am Anfang hier vom Trailer sehen. Deswegen weiß die Person, aha, diese Kinder wissen etwas über A und B. Möglicherweise gibt es hier eine große Vertuschungsaktion oder eben, naja, die Kinder sollen entführt werden, möglicherweise aber auch getötet werden. Das ist noch gar nicht genau klar, was da jetzt wirklich dahinter ist und ob die Kinder wirklich ausgeschaltet werden sollen, weil sie etwas wissen, was sie nicht wissen dürfen. Oder möglicherweise sollen sie auch einfach nur entführt werden, damit die Antagonistin oder der Antagonist bestimmte Informationen erhält, die sie eben braucht, um, naja, sagen wir jetzt mal, die Atrociraptoren vielleicht zu verbessern, zu modifizieren. Das ist einfach jetzt nur meine Theorie, aber auf die ganze Sache gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Nachdem wir dann diesen Flashback eben von früher gesehen haben mit dem Interview, bekommt der Trailer dann auf einmal einen ganz rapiden Cut. So dieses klassische düstere Duff. Also es gibt plötzlich wirklich einen ganz anderen Ton und wir switchen um von dem schönen, fröhlichen Ende der Camp Cretaceous-Reihe in einen dunklen Wald, wo wir eine dunkle Hütte sehen, die mit so Alarmsystemen umrandet ist, wo eben so Glocken dranhängen. Quasi, dass die Person, die in dieser Hütte drin lebt, hört, wenn jemand von außen kommt. Und wir erfahren dann kurz darauf, dass es sich hierbei um Darius handelt, was ich sehr interessant finde. Denn wir hatten schon in einem anderen Video drüber gesprochen gehabt, dass der Synchronsprecher von Darius selber meinte, dass wir nun eine Art an dieser Figur entdecken werden und eine Charakterentwicklung, die wir so von ihm nicht kannten. Und ich meine, die gesamte Charakterisierung von Darius hat auch noch ein bisschen anders geklungen als das, was wir jetzt hier wirklich sehen. Denn es hieß oder es heißt immer noch, Darius ist ein Paläontologe. Das kann immer noch stimmen und das wird auch genauso sein. Das sind offizielle Aussagen von den Showrunnern, der in Kalifornien versucht herauszufinden, wie Dinosaurier sich in freier Wildbahn verhalten. Das macht auch immer noch alles Sinn. Was uns bisher aber geheim gehalten wurde, ist, dass Darius scheinbar das alles doch nicht so gut weggesteckt hat, wie wir das irgendwie vermutet haben. Denn Darius scheint alleine in dieser Hütte im Wald zu leben und sich eben schon fast abgeriegelt zu haben. Was Sinn ergibt, wir haben Dinosaurier da draußen. Möglicherweise hat Darius aber trotz allem noch ein bisschen mehr damit zu kämpfen, was auf der Isla Nublar oder eben auch bei Mentacore passiert ist. Ich will jetzt hier keinen posttraumatischen Darius sehen, auf gar keinen Fall. Aber ich würde es dennoch relativ cool finden, wenn man darauf noch ein bisschen eingehen würde. Kurz darauf sehen wir, wie Darius die Tür öffnet und direkt, ohne zu schauen, wer an der Tür steht, mit so einem Elektroschocker auf diese Person losgeht. Und hier habe ich mir auch ganz kurz gedacht, okay, weiß Darius schon irgendwas? Hat er schon vielleicht eine Befürchtung, worum es gehen könnte bei den Verfolgungsjagden, bei den Verfolgungen auf die Nupla Six? Denn er geht ja wirklich direkt mit dem Elektroschocker raus und ich schätze mal, dass Ben, der dann eben an der Tür steht, an der Tür geklopft haben wird oder auch geklingelt haben wird. Das heißt, Darius weiß, okay, das ist auf jeden Fall kein Dinosaurier. Er muss also sich dessen bewusst sein, dass er hier einen Menschen an der Tür hat und die erste Intention, die er zu haben scheint, ist mit dem Elektroschocker in den Angriffsmodus zu gehen und ja, Ben hält dann aber den Schocker fest und jetzt müssen wir über Ben reden. Ich habe das Bild von dieser Person schon mal vorher gesehen gehabt, das heißt, es gab ja schon so ein paar Leaks von Spielzeugen, allem drum und dran. Ich bin ums Verrecken nicht auf die Idee gekommen,
dass das Ben sein sollte. Ich finde es cool, dass sie jetzt Ben diese Entwicklung gegeben haben. Ich finde es cool, dass Ben sich jetzt auch so verändert hat, gerade eben körperlichen. Ja, es macht Sinn, die Pubertät schlägt eben rein. Ben hat einen gewaltigen Schuss gemacht. Trotzdem konnte ich mir live auf Twitch diesen Scherz mit dem Steroide-Ben nicht verkneifen. Und das wird auch, glaube ich, noch öfter so kommen, weil Ben sieht aus wie so ein typischer 16-Jähriger, der jetzt gerade angefangen hat, ins Fitnessstudio zu gehen, sich erstmal schön Testosteron in die Birne ballert. Mir gefällt es dennoch sehr cool, dass wir jetzt quasi, ja, die beiden auch nochmal so in dieser erwachsenen Variante sehen. Und obwohl sich beide, auch Darius, äußerlich dann doch sehr verändert haben, hast du direkt am Anfang, wo sich beide eben treffen und wo dann auch Darius sagt, Ben, du hast sofort das Gefühl, das sind alte Freunde. Die haben sich lange nicht mehr gesehen, aber jetzt sind sie wieder zusammen. Und kennt ihr das, wenn ihr Freundschaften mit jemandem schließt und ihr seht diese Person relativ wenig, aber wenn ihr die Person dann seht, war das einfach so, als wäre die Person nie weg gewesen. Das sind einfach die besten Freundschaften und das haben sie jetzt hier in diesem Trailer schon sehr gut rüberbekommen und ich freue mich halt tierisch darauf, dass man dann doch sagt, okay, wir bringen scheinbar die erwachsenen Varianten der Noobla Six jetzt wieder zurück und das hat so minimale Digimon-Vibes. Wer mit Digimon früher aufgewachsen ist, weiß, was ich meine. Ben und Darius fahren jetzt also im Auto quasi weg und Ben geht dann direkt darauf ein, Darius, bitte nicht ausflippen, wir werden aber verfolgt. Und Ben scheint aber auch schon zu wissen, warum die Leute verfolgt werden oder warum die Noobla Six verfolgt werden. Denn er sagt ja auch auf Darius' Frage hin, wer sollte etwas tun? Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Das heißt, Ben hat aber auf jeden Fall eine Vermutung, wer dahinter stecken könnte. Und ich gehe jetzt davon aus, dass der Leak mit Jonas Santos einfach auch stimmen könnte. Das würde auch Sinn machen wegen den Atrociraptoren, darauf kommen wir gleich nochmal kurz zu sprechen. Dann wäre meine Frage aber immer noch, was will Jonas Santos genau von den Noobla Six? Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ihr irgendeine Idee habt, was Jonas Santos genau von diesen Kids haben wollen würde oder was genau ihr Plan ist. Habe ich da irgendwas nicht mehr auf dem Schirm? Haben die Kinder etwas herausgefunden in der Serie, was nicht an die Öffentlichkeit geraten dürfte? Vielleicht irgendwas mit Mentakorb oder ähnliches? Es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass, naja, die auf jeden Fall verfolgt werden. Das sagt Ben ja auch. Meine Theorie ist allerdings nicht, dass die gekidnappt werden sollen. Denn um Informationen zu bekommen, müsstest du nicht alle Noobla Six Kids kidnappen. Da würde ja einer reichen. Aber scheinbar wird Jagd auf jeden von ihnen gemacht, was sich irgendwie so anfühlt, als würde jemand versuchen, Informationen und Beweise auszulöschen. Hört sich nach einem sehr krassen Thema an für eine Kindershow. Das Ganze ist immer noch eine Kindershow, ja. Aber es wurde auch gesagt, dass wir jetzt hier einen wesentlich ernsteren Ton anschlagen. Und auch spätere Szenen lassen uns erahnen, dass es hier nicht darum geht, die Kinder zu entführen, sondern dass das Ganze wohl doch ein bisschen heftiger ist. Die Grundgeschichte auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal sagen, finde ich bis jetzt schon sehr interessant. Dieses Ganze, wir wissen nicht, was da draußen los ist, aber irgendjemand möchte uns etwas antun. Vielleicht wissen die Kinder auch wirklich nicht, was sie herausgefunden haben oder was das Geheimnis ist. Das könnte jetzt einfach ein sehr, sehr cleverer Mystery-Thriller werden. Da hätte ich auf jeden Fall sehr Bock drauf. Ebenfalls ist die Bildsprache hier dann doch auch sehr angelehnt an das, was die Leaks uns auch schon verraten haben, dass das Ganze eben ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster werden soll, ein bisschen erwachsenerer. Denn auch die Kinder sind ja inzwischen keine Kinder mehr, das sind inzwischen Erwachsene. Junge Erwachsene, die einfach ihr eigenes Leben bestreiten und die Serie scheint sich dem anzupassen. Wir bekommen einen ganz kurzen Shot, wo wir sehen, wie eine Silhouette eines Raptor, ich schätze mal eines Atrociraptor, an der Hütte von Darius vorbeiläuft. Und das Ganze könnte eine relativ clevere Szene werden, wo wir dann zuerst diese Glocken klingeln hören und dass dann die Kinder nach und nach, ach nicht die Kinder, ich muss mir das die Kinder abgewöhnen, tut mir leid, dass dann die Jungs auf jeden Fall dann nach und nach eben merken, dass da draußen etwas ist. Hier kann man sehr schön mit Licht und Schatten spielen und das zeigt uns diese Szene hier auch und es könnte wirklich sein, dass der gesamte Ton dieser Staffel hier nochmal sehr, sehr stark so sein wird wie der Ton von Staffel 3 von Camp Cretaceous. Das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Staffel der gesamten Serie. Und ja, auch dieser Leak scheint eben jetzt zu stimmen. Dann bekommen wir jetzt hier die ersten Bilder von ein paar Dinosauriern eingeblendet. Zum einen haben wir jetzt dieses Bild hier, wo wir auf der linken Seite Red sehen können. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt hier Tiger. Ja, das sind die Atrociraptoren aus Jurassic World Dominion. Die sind hier auf jeden Fall schon mit am Start. Möglicherweise aber noch nicht mal mit dieser Abrichtung, mit dem Laserpointer. Aber sie scheinen trotz allem schon sehr gezielt auf Menschenjagd gehen zu können. Und hier kommen wir jetzt an einen Punkt, wo ich immer gesagt habe, ey,
Dinosaurier zu militarisieren, hört sich trashig und dumm an, aber so ein Velociraptor als Einsatzmöglichkeit am Boden zum Ausschalten von Bodenzielen zu benutzen, ist unfassbar genial. Ich meine, ey, Menschen dressieren auch Hunde und zum Teil sogar Delfine für Wasseraktionen. Hier könnten wir jetzt wirklich sehen, wie zielgenau diese Raptoren dann zum Teil auch eben Jagd auf Menschen machen können. Wenn wir hier mal ganz genau hinschauen, können wir auch schon zwei Szenen aneinanderketten, die uns der Trailer zeigt. Wir sehen nämlich hier zuerst, wie die Silhouette von diesem Raptor an der Hütte vorbeigeht. Danach werden Darius und Ben das wahrscheinlich wahrnehmen, werden dann rausgehen, um eben zu schauen, was da rumläuft. Dann sehen wir die Szene mit der Taschenlampe und danach scheinen sie Red und Tiger draußen vorzufinden. Red hebt aber hier im Trailer auch gerade erst seinen Kopf von unten nach oben. Sehr wahrscheinlich hat er kurz davor irgendwie ein Tier gefangen und frisst das eben gerade. Und das könnte schon eine wirklich coole, leicht schockierende Szene sein. Wie gesagt, ist weiterhin noch eine Kinderserie für jüngere Zuschauer. Trotz allem gefällt mir der Ansatz hier schon unfassbar gut. Dann sehen wir auch noch dieses Bild hier, wo wir auf der rechten Seite sehen, wie Ghost Darius verfolgt. Und hier ist es sehr schwer für mich zu erahnen, wo er sich hier gerade befindet. Wir sehen zwar im Hintergrund auch Häuser. Trotz allem sieht das Ganze relativ leer aus, schon fast wie so eine, wie bei so einer Videospiel-Demo. Wenn man erst mal gucken will, wie sich die Figuren überhaupt bewegen. Das könnte auch auf einem Dach sein, dachte ich dann erst, aber da ist ein Van oben drauf. Keine Ahnung, wo das jetzt hier sein soll. Es wurde aber auch schon in den offiziellen Angaben zur Serie betont, dass das Ganze wieder globaler spielen wird. Das wird wohl global werden wie Jurassic World Dominion, wenn dann hoffentlich sogar ein bisschen mehr an verschiedenen Orten. Wie gesagt, wo das sein soll, vielleicht wisst ihr es ja, schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier Ghost, der ganz gezielt Darius verfolgt. Und ganz ehrlich, das sieht nicht so aus, als würde man hier versuchen, Darius zu fangen, um Informationen aus ihm rauszukriegen. Das sieht so aus, als würde man hier wirklich einen Atrociraptor auf Darius ansetzen, um ihn eben auszuschalten. Als nächstes bekommen wir noch das Bild hier zu sehen, wo ich erst dachte, oh, das könnte ein Spinosaurus sein, der jetzt hier das Auto angreift, also den Van, in dem sich Darius und scheinbar auch Ben befunden haben. Dann habe ich mir danach gedacht, Moment, das Segel ist halt wirklich einfach zu klein. Könnte das ein Spinoraptor sein, also ein Hybride? Da ist die Antwort auch nein. Da fehlt die Kralle unten am Fuß. Und das Ganze hat mich dann dennoch so gewurmt, dass ich unbedingt wissen wollte, welche Saurier gibt es denn jetzt hier neu in der Serie? Und da bin ich auf den hier gestoßen. Ich muss es ablesen, weil ich kann diesen Namen auf gar keinen Fall aussprechen. Das wird auch ein bisschen dauern, bis ich das drauf habe. Der Beckle Spinax. Beck, ist das ein bescheuerter Name. Beckle Spinax. Ich werde es hier mal einblenden. Vielleicht wird es auch anders ausgesprochen. Beckle Spinax oder Spinax im Englischen wahrscheinlich. Hört es wesentlich cooler an. Das ist dieses Tier auf jeden Fall. Das hier aber scheinbar ebenfalls ganz gezielt den Van angreift. Wir scheinen jetzt hier also eine Art von Mystery-Geschichte zu bekommen, in welcher wir in einer Welt sind, wo Dinosaurier sich bereits überall tummeln können. Und unter diesen wilden Dinosauriern scheinen ein paar zu sein, die bereits unter Kontrolle oder unter der Kontrolle von jemand anderem stehen. Das ist ein ultra spannendes Konzept, was man da aufgemacht hat, weil man sich so wirklich nicht sicher sein kann, welcher Saurier gleich einfach die Kinder angreift. Ja, ich bleibe jetzt erstmal noch bei die Kinder, ihr wisst, was ich meine. Das könnte man sogar so weit treiben, dass irgendwann einfach Pflanzenfresser, von mir aus auch Brachiosaurier, in Rage geraten, weil sie unter Kontrolle stehen von Jonas Santos möglicherweise und eben versuchen, die Kinder aufzuhalten oder vielleicht sogar eben zu töten. Wenn man dann noch den Bogen ein bisschen so rumschlägt, dass man auch sagt, okay, wir bekommen auch noch weitere menschliche Figuren geliefert, von denen wir aber auch nicht wissen, sind das vielleicht Verräter? Sind das vielleicht Menschen, die mit auf der Seite der Antagonistin stecken? Könnte das irgendwie sein? In dem Fall wäre man sich einfach wirklich nie sicher, was jetzt hier gerade passiert. Man könnte coole Twists mit einbauen und das Ganze könnte eine unfassbar geniale Serie werden. Dann sehen wir noch, wie ein Allosaurus ebenfalls auf die Straße rennt. Bei dem Shot jetzt hier fällt allerdings auf, dass Ben hier nicht mehr im Auto mit dabei ist, sondern eben nur Darius. Das heißt, diese Szene hier wird wahrscheinlich kurz vor der Szene spielen, die wir im allerersten Teaser gesehen haben, wo dann das Auto von Darius so ins Wanken kommt ein bisschen und dann hält es an und Darius steigt eben aus und guckt sich dann eben so nach oben irgendwie um. Sehr wahrscheinlich weicht er hier einfach gerade dem Allosaurus aus. Ja, das hier ist wirklich ein Allosaurus, beziehungsweise ist das hier nicht einfach nur ein Allosaurus. Das hier ist der Allosaurus, den wir aus Battle at Big Rock kennen. Auch hier gibt es bereits erste Spielzeugleaks, die habe ich euch ja gerade mal eingeblendet. Da sehen wir sogar, dass der Allosaurus mindestens auf einem Auge blind ist, was ja auch in Battle at Big Rock passiert ist, durch den, war es ein Pfeil oder war es Feuer gewesen? Irgendwie wurde er auf jeden Fall verwundet.
Ich meine, es war ein Pfeil gewesen. Den bekommen wir jetzt also gerade wieder hier. Und möglicherweise sehen wir sogar, dass der Allosaurus jetzt einfach direkt aus dem Wald der Big Rocks herausrennt nach dem Vorfall in Battle at Big Rock. So hätten wir dann auch noch einen kleinen Bogen zu diesem genialen Kurzfilm geschlossen, der dann eben hiermit weitergeführt wird. Kurz darauf sehen wir nochmal, wie ein Atrociraptor auf die beiden Jungs zuspringt und dann bekommen wir einen Cut und das Logo wird eingeblendet, Jurassic World Chaos Theory. Wer würde denn so etwas tun? Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Die sind alle in großer Gefahr. Oder jetzt haben wir auch einen deutschen Titel bekommen. Das Ding heißt wirklich einfach im Deutschen Die Chaos-Theorie. Okay, hätten wir nicht unbedingt gebraucht, das ist aber auf jeden Fall cool, dass sie wenigstens den Titel jetzt beibehalten haben. Ich meine, bei Camp Cretaceous haben wir das Ganze im Deutschen ja aus irgendeinem Grund einfach Neue Abenteuer genannt. Jetzt haben wir wenigstens hier denselben Titel. Also die Chaos-Theorie scheint hier wirklich mit eine große Rolle zu spielen. Warum? Naja, weil einfach genau das eintritt, wovor Ian Malcolm immer gewarnt hat, diese Unberechenbarkeit, dieses Unvorhersehbare. Möglicherweise bezieht sich der Titel Chaos Theory sogar wirklich auf das Unvorhersehbare, was Ian Malcolm ja mal angedeutet hat, weil wir in der Serie wirklich nicht wissen, wer Freund und Feind ist. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, ist einfach nur meine Theorie, wie gesagt. Und wir haben unser offizielles Startdatum bekommen. Das Ganze wird am 24. Mai auf Netflix erscheinen. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe wirklich unfassbar Bock darauf, jetzt zu sehen, wie die Nummer hier weitergeht. Ich bin auch sehr gespannt, wie es mit dem neuen Jurassic-Film dann weitergeht. Aber wir werden uns jetzt erstmal hier drauf fokussieren und mal schauen, was da wirklich geliefert wird. Wenn du noch mehr Informationen zu dieser Serie haben willst, wie zum Beispiel die Episodenlaufzeit, die Episodenlänge, also wie viele Episoden die erste Staffel haben soll, und schau dir einfach mal das Video an, was ich dir da oben verlinkt habe. Da hast du die ganzen Informationen nochmal ein bisschen geballter. Und im Endeffekt kann man auch sagen, dass das, was hier oben noch als Leaks abgetan wurde, ja auch alles gestimmt hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ebenfalls auch die Laufzeit und die Episodenanzahl richtig sind. Schreib mir jetzt wie immer deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Was sagst du zum Teaser-Trailer zu Jurassic World Camp Cretaceous? Hast du Bock drauf? Freust du dich darauf, dass der Jurassic-Content jetzt wieder auf dem Kanal wesentlich präsenter werden wird? Schreib mir einfach all deine Gedanken unten in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.